Ja, mach ich. Bataillon, Röder. Majestät, Schützenbrüder, Musiker, liebe Gäste, liebe Wadersloher. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen bedanken, die unser Dorf so ehrlich für unser Schützenfest geschmückt haben. Auch den fleißigen Helfern auf dem Schützenfest möchte ich Danke sagen. Ich freue mich heute hier vom Hauptportal der Kirche, Sie alle begrüßen zu dürfen und unser 152. Schützenfest des Sankt-Margarethen-Schützenvereins eröffnen zu dürfen. Besondere Gäste haben wir natürlich auch zu begrüßen. Das sind zuerst sicherlich unser Königspaar Boris und Isabel Molitor. Des Weiteren möchte ich unsere beiden Ehrenoberste Ferdi Merkel und Bernhard Schnelljohr begrüßen. Begrüßen möchte ich auch unseren Ehrenmajor und Ehrenvorstandsmitglied Peter Kleine-Dittmann und Antonio Schumacher. Unsere Ehrenvorstandsmitglieder Alfons Möhlios, Hans Rothfeld und Hermann Sterdorf. Unsere Ehrenmajore Albert Josef Leiter, Franz Heidmeier und ich weiß gar nicht, Hermann Niedermann, genau gesundheitlich ein wenig angeschlagen, aber von hier aus gute Besserung. Ich hoffe, dass er den nächsten wieder teilnimmt. Auch möchte ich begrüßen unseren Jungschützenkönig Johannes Henkelmann. Bürgermeister, den durfte ich heute Nachmittag schon begrüßen beim Empfang der 50. Auch hier ein herzliches Willkommen. Auch unserem Altbürgermeister Herbert Löbert. Unser Pastor hatte ja heute Nachmittag oder heute Abend noch eine Spätschicht, aber ich glaube, ich habe ihn gesehen, er hatte sich schon den Schützenhut aufgesetzt. Herr Pastor Martin Klüsner, herzlich willkommen. Heute Abend darf ich auch ganz besondere Gäste begrüßen, die zum ersten Mal bei uns den Zapfenstreich spielen. Unsere Musiker und Freunde aus Bentler, der Spielmannszug Benteler, unter der Führung ihres Tambourmajors Stefan Schumacher, herzlich willkommen. Natürlich begrüße ich auch unsere Freunde aus Liesborn. Schon unsere Freunde aus Bayern sehen. Auch euch ein herzliches Willkommen. Wenn ich zu meiner Linken schaue, muss ich feststellen, wir haben sehr viele weitere Gäste. Da unsere Jungschützen in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern, haben sie sich Gäste eingeladen. Aus unseren Nachbarschaften, der Schützenverein Diestede. Unter der Leitung Ihres Zugführers Mike Peveling, Sie haben Ihren Jungschützenkönig Kevin Wolter dabei. Auch der Oberst hatte sich nicht nehmen lassen, Thomas Bergenstreter und Ihren König Arne Steinbrink, ein herzliches Willkommen. Der Schützenverein Lemker Berg, Lemker Holz, Sie haben Ihren König dabei, Reinhard Strob und werden angeführt von Ihrem Oberst Norbert Pinkernal.
der Schützenverein Diesborn mit ihrem Zugführer Andreas Baumöger und ihrem Jungschützenkönig Fabian Schumacher. Auch Winter haben ihren Kompanieführer Frank Engelkämper und ihren Jungschützenkönig Marcel Hoffmeister dabei. Und natürlich zuletzt möchte ich begrüßen meine Freunde aus Wadersloh mit ihrem Kompanieführer Kerstin Rügemöller und ihrem Jungschützenkönig Michael Voss. Auch möchte ich in diesem Zusammenhang unsere Jubilarkompanie begrüßen und heute Abend hier beim Zapfenstreich herzlich willkommen heißen. Ich denke, Herr Major, Kommando übernehmen, fertig machen zum großen Zapfenstreich. Dankeschön. Ja, der Herr Oberst, ich finde sehr gute Worte zur Begrüßung, aber wir haben noch schlagkräftigere Argumente, mit denen wir das Schützenfest eröffnen können. Kanone fertig machen zum Böllerschießen. Den Kindern kann ich schon mal empfehlen, die Zeigefinger Richtung Ohr zu führen. Beim ersten Mal weint er noch, beim dritten Mal lacht er schon wieder. Bataillon zum großen Klassenstreich. Stillstand!